Liebe Leute, Jimmy spielt Sniper, das kann nichts Gutes heißen, deswegen schalte ich es am besten gleich ab. Oh ja, wir werden alle sterben. Ja, vor allem werde ich nichts reißen. Aber ich habe Bock auf Sniper. Ich finde das hier anspruchsvoller, aber irgendwie auch einfacher als bei Battlefield Hardline. Ja, bei Battlefield Hardline würde ich mich jetzt nicht zu den Top 10 Snipern zählen. Da hat es ja funktioniert, aber nicht gut. Habe ich dich in unserem Sniper-Duell nicht besiegt? Ja. Habe ich dich nicht in unserem Schrotflinten-Duell besiegt? Flugzeug, seht ihr das? Einmal ja. Ja. Kann man Flugzeuge snipen mit der K-Munition? Ja. Sind die straight oder muss ich vorziehen? Feindliches vorziehen. Flugzeug! Ungefähr 5 bis. Ja, eben, wenn ich jetzt mit Mildots anfange, ist Quatsch. Gibt's ja hier nicht. Aber gutes Stück. Ah, oh, der Hälse ging zu weit, okay, das war zu weit. Außerdem, du kannst nicht zu. Du musst echt nah dran sein, damit das funktioniert. Okay. Wir haben Einsatzziel. Aber du kannst damit locker eine Tragfläche durchschießen. Und dann ist das Flugzeug erstmal hin. Mal ausgeschaltet. Ich habe Angriffsflugzeug beschädigt, ja. Flugzeug in Sichtweite! Okay, das war zu weit. Haltet dieses Ziel! LOL, Flügel beschädigt, aber mit der normalen, nicht mit der K. Oh, das ist richtig gut. Aber er hat sich repariert, der Spisser. Spisserhorn. Gegner hat einen Panzer auf dem Feld. Erobert das Ziel! Ich bin Sniper. Feindflugzeug! Da war K-Munition drin. Nicht mehr. Hab ich alle fürs Flugzeug verballert. Und damit nur einmal getroffen. Ich möchte fast behaupten, das ist jetzt schlecht. Warum, was bist du denn? Hast du abgesoldert? Ja. Warum ist es dann schlecht, dass ich keine Kabelmunition habe? Alter, ich weiß es noch nicht, aber ich bin fast gerade durch das Flugzeug gestorben. Ja, der Affe, der ist krass, der Typ. Aber du musst selbst bei dem Flugzeug anvisieren, wa? Vorsicht, ja. Flugzeug! Flüge beschädigt, mal wieder, ich bin der King. Ich werde wahrscheinlich keinen einzigen Kill machen. Du glaubst, du bist der King, sagen wir mal so. Ich werde wahrscheinlich keinen einzigen Kill machen, aber ich kann. Aber du kannst auf Flugzeuge schießen. Weil die auch nicht groß und schwer sind. Na, der war schon weit weg, kannst du dir gerne angucken. Wenn die raus ist, hier aufholen die voll. Ich guck alles an, was wir machen. Das ist gelogen und das weiß ich. B wird gefickt. Ja, A ist schon gefickt worden. Wir haben Einsatzziel Bertha. Ein Applaus. Vorwärts, erobert das Ziel dort. Hab ich mir fest vorgenommen, den Panzerzug. Ja, es steht ein Panzer da. Ja, ich weiß. Ist die Handgranate nicht mehr explodiert. Ja, ich bin beschädigt, den Rest dürft ihr machen. Ich bin tot. Wenn du bei dir spawnen kannst, kann ich mit K-Munition. Na, du bist tot. Kannst du aber probieren, wie du bei einem Toten spawnen kannst. Manchmal funktioniert das, wenn du im gleichen Augenblick stirbst. Das stimmt, das ist aber auch immer sehr behindert. Erobert das verdammte Ziel. Langsam müssen wir aber was tun hier, ne? Ich spiel Sniper, ich hab doch gesagt, alle ausschalten. Ausschalten schön und gut, aber. Oder am besten gar nicht erst einschalten. Das mache ich als Titel. Schalte nicht ein, ich spiele Sniper. Worst case scenario, Jimmy Sniper. Das ist leider Gottes wirklich so. Besser wär's, wenn Wesley snipes. Verstehst du? Außerdem gehe ich mit der K-Munition 9 Schaden, Alter. Also. Wir haben Einsatzziel ja. Je näher du dran bist, desto besser. Widerspricht ein bisschen dem Prinzip Sniper, aber hey. Wir haben Einsatzziel. Du kannst sie verloren. Gab's diese K-Munition eigentlich wirklich? Ich gehe mal davon aus, dass es Stahlkernmunition sein soll. Oder? Da weiß ich nicht, irgendwie panzerbrechende Munition. Ja, aber gab's das schon zu der Zeit? Ja. Ich meine, das ist relativ früh erfunden worden. Du glaubst. Kommt natürlich aufs Gewehr an, weil einige von denen sind auch noch
irgendwelche elenden alten Bracken, wo du noch mit Papierpatronen schießt, also. Erobert dieses Ziel! Ich hab auch nicht zwangsläufig diese ganzen vollautomatischen Waffen, die es hier sonst so gibt. Ja, gut, das ist klar. Ist nicht eine der ersten die MP45? Die MP40? Die MP40? Das ist nicht eine der. Beziehungsweise das Sturmgewehr 44? Nee, das ist Sturmgewehr 45. Sturmgewehr 44 gibt es. Nee, nein, aber ist die MP40 nicht eine der ersten, Alter? Schneibt einen auch nicht. Ja, die ist eine der ersten, das stimmt. Ja, gut, da ist natürlich die Frage, ob die Tommy Gun R war oder so, keine Ahnung. Nee, Tommy Gun ist später entwickelt worden, meine ich. Aber ich bin nicht ganz sicher. Tommy Gun ist ja. Also 1918 gab es schon vollautomatische Gewehre, aber ich bin jetzt auch nicht so. Ja, aber da kann ja die MP40 nicht eine der ersten sein. Stimmt. Jetzt, wo du das sagst, macht es auch mehr Sinn. Da ist ein Flammenschütze unter uns. Ja, hab's gerade feststellen dürfen, nachdem ich runtergefallen bin. Hast du ihn? Der kann nichts mehr viel hören. Scheißdreck hab ich ihn. Er hat mich. Der ist ein bisschen verwirrt, glaube ich. Wir sind alle ein bisschen verwirrt. Packen wir gerade richtig ab. Richtig. Ja, weil ich nicht Objective spiele. Oder doch mal. Wie will er was snipen? Wo ist er? Jetzt hat mir echt noch einer den Kill geklaut? Ja, der ist tot. Wenn du zu lange brauchst für sowas. Sturmsoldat! Ja, der ist halt die ganze Zeit weggelaufen. Was soll ich, kann ich denn machen? Und ich laufe garantiert nicht vor dem mit einer Sniperin an. Hätte ich einen MP dann wäre es nochmal ein bisschen was anderes. Argument. Hätte ich eine Gatling Gun, eine schwere Panzerung, wäre das Alter, ja auch. Alter, ich bin ja auch dem, ich hätte den Aufgang zu einem Sniper-Turm vernehmen sollen. Wäre eine Idee. Ja, ist ein bisschen spät. Ich sehe ein Flugzeug. Aber je nachdem, wie da du bist, kannst du auch mit der Sniper direkt schießen, Triss, wa? Ja. Weil die doch relativ schnell fliegen. Na, der ist gerade über mir geflogen, relativ hoch, das ging. Ich würde trotzdem immer zoomen, der ist hier sowieso präziser. Naja, zoomen sowieso. Ich meine aber, dass ich halt getroffen hätte. Ja, das ist ja immer abhängig von Reich, von Abstand und Bewegung. Aber so schnell ist die Munition damals noch nicht geflogen, oder? Naja, teilweise sind die Waffen damals stärker gewesen vom Durchschlag und alles als heute. Weil die einfach mit Schwarzpulver befüllt wurden, was einfach sehr, sehr, sehr furchtbar viel verbrannt hat. Was ist das heute? Verschiedene Substanzen, da gibt's, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Ich weiß, wie die bei großen Geschützen heißen. Das ist zum Beispiel RD. Also müssen wir B halten, ne? Da, aber da ist ein Panzer drauf, also. Hä, hey, aber ich habe gedacht, das wäre heute zum größten Teil auch noch eine Schwarzpulvermischung. Jetzt kommst du und sagst, das ist kein. Es ist eine Art Schwarzpulver, aber es ist nicht dasselbe. Ah, okay. Zum größten Teil daran, dass das Schwarzpulver sehr schlimm verbrennt. Das raucht sehr stark. Dann siehst du nicht. Ja, okay. Das heutzutage ist raucharmes Pulver. Wo ist der Ficker? An Rosemarie, hör auf mich zu schießen! Was ist deine Freundin? Am Arsch. Bist du's da? Ich hab mir eine Jacqueline zugelegt. Jetzt hast du ihren Namen verraten. Und eine Chantal. Eine Jacqueline, wa? Nicht, ey, Jackie, ne? Nee, aber ist einfach witzig auch. Ist auch einfach witzig. Ich hab mir alles ans Bein gebunden, was ich gerade gefunden hab. Ich glaube ja. Hauptsache gönn ihm, ne? Ah, ich B ist markiert, warum bin ich eigentlich der Einzige, der wieder auf B ist? Was ist los mit dir? Ja. Ich stehe übrigens 4-1 als Sniper. Fressi, du Arschloch. Ja. Ich würde jetzt gerne behaupten, dass es eine Schwierigkeit wäre, als Sniper
Für mich, ich wäre vorsichtig, was du sagst, ja? Das ist ein Argument. Nein! Oh, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Bleib bitte noch am Leben. Dann kann ich bei dir spawnen und helfen. Ich habe nie die Absicht zu sterben, also von daher. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Alter, wie schlecht. Warst du seit 150 für eine gute Distanz zum Nullen? Ja. Applaus! Nice. Ja, mit dem zweiten Schuss ist das nicht nice. Ach, den da hinten. Ich kümmere mich um den Wachsoldaten und hinter dir ist ein fucking Sniper. Super. Applaus, ey. Aber das Nullen und diese ganzen Visiere sind jetzt auch nicht die detailgetreu, oder? Also das kann ich mir kaum vorstellen. Also Zielfernrohre gab es schon. Ja, aber nicht in der Art und Weise, wie sie hier dargestellt werden, oder? Oh, da ist ja ein Panzer auf A. Na toll. Das waren doch mehr oder weniger Periskope, die du vorher drauf geknallt hast. Aber es gab schon auch Zielfernrohre. Das waren halt zwei Glaslinsen und oh, da ist doch bei B ein Panzer. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Bei G. Ja, ich bin hinter dir. Feindlicher Panzer in Sicht. Wie zerstöre ich Ketten damit, indem ich auf die Kette schieße, oder? Auf die Räder. Oder auf die Ketten. Ja, ja, schon klar. Er ist ausgestiegen, pass auf! Nice. Aber hier ist immer noch irgendwo einer, wa? Ja. Irgendwo muss einer. Nee. Kann ja keiner sein. Nee, jetzt nicht mehr. Ja, die Anzeige war ein bisschen zu spät. In der Nähe deiner Position ist ein Fahrzeug. Ach, jetzt! Jetzt, wisst ihr, jetzt! Lass mich mitfahren, Schatz. Ja, ich warte ja nur auf dich. Unser Panzerzug ist unterwegs. Du darfst. Alter, wie schlecht wir unterwegs sind. Aber wir haben eine Minigun hier drauf. Eine Minigun wäre schön. Ein käsiges, altes, erobert das Ziel dort. Wassergekühltes MG. Flugzeug. Oben. Von oben. Vorhalten. Ja, wow. Deutlich vorhalten. Mehr, ich glaube, die kommen gar nicht an. Außerdem ist sie schon warm gelaufen. Alter, ist die eine Wichser. So viel zu Wasser gekühlt. Aussteigen. Unser Panzerzug ist ja eingetroffen. So viel zu Wasser gekühlt, Alter. Die waren nach 5 Schuss, ist sie nicht mehr. Ja. Also es gab welche, die musstest du Wasser kühlen. Lewis Guns zum Beispiel. Und dann musstest du da einen Schlauch dranhängen und einen Wasserkanister. Und die Lewis Gun ist doch hier ein Dings. Denn hier, da? Ich weiß es nicht. Ah, natürlich, das ist die Standardwaffe von den, von den Versorgern. Oh. Und die ist nicht wassergekühlt und am Schlauch, Digga. Halbzeit. Der Feind hat die Oberhand. Flugzeug gesichtet. Alter, wie weit ich hier vorhalten muss. Erinnert mich ein bisschen an World of Warplanes. Ich wollte jetzt gerade sagen, was kommt jetzt. Aber World of Warplanes ist auch ein gutes Spiel. Also E ist clear. Ich bin ein Flieger, aber. In einem Zug. Ja, wow. Zwei unnütze Gestalten machen Unnützes. Letzte. In der Nähe deiner Position ist ein Fahrzeugabwehrkit verfügbar. Nein, nein, Boden. Oh, reparieren. Reparier schneller, wir stürzen ab. Fahrzeug zerstört. Und Sturmsoldaten Klasse 4. Was? Ehrlich geht's? Ja, danke. Ich hab hinter mir einen Flieger. Kann da mal einer drauf gehen? Würde gerne, aber ich hab nur Geschütz. Ah, okay. Kann ich mir wenigstens einer markieren, oder? Wir haben ein Leider nicht. Ziel Friedrich erobert. Ich nenne es Worthless. Ich nenne die Folge Worthless, muss ich mir aufschreiben.
Ein bisschen was erobert, ne? Ah, gut, auch. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Das, was wir hier tun, ist auch. Also kann ich Tutu machen, bitte. Du kannst auch Kaki Kaki machen, wenn du das willst. Ist mir egal, was du machst. Hatte ich vor. Warum bremst der Scheißzug denn nicht? Na, da habe ich zu lange repariert. Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. Ja gut, ich höre auf mit Snipen. Ist ja gut, ihr habt ja alle recht, bevor ihr den nicht. Kommentare schreibt. Ne, du siehst doch links, wenn du an Position 1 bist, das ist fährst du, wenn nicht, dann nicht. Ich bin auf 1, aber ich kann nicht bremsen. Vielleicht fährst du nicht als Erster. Ich war in die falsche Richtung, deswegen vielleicht. Alter, das ist jetzt... Schlechter Witz, ja. Verteidigt das Ziel bis zum letzten Mann! Wir haben Einsatz. Sie dürfen dieses Ziel nicht kriegen, verteidigt das! Da ist einer von uns. Den Panzer, den Feindpanzer. Ich hätte gerne. Jetzt bin ich meiner Flagge und es ist kein Flugzeug mehr da. Nein! WK-Schlampe, du bist auch eine WK-Schlampe. Hä? Ich hab direkt einen Panzer zerstört. Ja, je nachdem, was du für ein Gesetz, je nachdem, was du fährst. Ja, den Zug. Nein, je nachdem, was du da für eine Dings hast. Richtig. Ich habe leider bis jetzt jedes Mal, wenn ich im Zug war, nur den Flak gekriegt. Ist auch nicht verkehrt. Schlimmeres als den. Ja gut, aber wenn keiner fliegt, ist halt auch nichts, oder? Natürlich. Oh man, ich mag diese Map einfach nicht. Ich mag sie nicht. Diese Map ist für mich absolute Grütze, keine Ahnung. Verteidigt das Ziel! Ich habe schon 4 Fahrzeuge zerstört. In dem Spiel oder insgesamt? Nur in der Runde. Oh, ich habe gerade einen Doppelkill mit Bomber gemacht. Auch nicht schlecht. Beziehungsweise mit dem Bristol, mit dem Angriffsflugzeug. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Einsatzziel Friedrich erobert. Dann nimm mal A ein oder save mal D, Alter. Oder fährst du jetzt doch nicht mehr? Das Ziel dort. Ich hab gerade F im Start. Du hast Panzer drauf. Wir haben Einsatzziel David verloren. Der schießt auf mich, der Uhrenbock. Panzer beschädigt. Ich auch, aber ich habe 4 Schaden gegeben. Wow. Wir haben Cäsar erobert. Hab ihn ausgeschaltet. Ausgeschaltet oder kaputt gemacht? Wir kennen ja jetzt den Unterschied. Und jetzt wird er kaputt gemacht. Immer noch nicht. Super. Erobert das Ziel! Ich wollte einen auf Selbstmordattentäter machen, aber... Harakiri! Applaus. Nein, der ist weggezogen. Der hatte Angst.
Tatsächlich sieht es aus, als ob in dem Spiel der tatsächlich irgendwas ändern könnte. Ja. Wir müssen das Ziel erobern! Kann man Looping fliegen? Kann man. Weiß es nicht. Kann man, hab ich doch gerade gemacht. Ja, vernünftig. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Wir müssen dieses Ziel um jeden Preis halten. Das Ziel da! Erobern! Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Einsatzziel Emil verloren. Wir haben Einsatzziel verloren. Wir haben die nette Frau sagt bei mir nichts anderes, als wir haben irgendwas verloren. Ne? Was ist los? Ja, das Problem kenne ich leider. Nein, ich habe den Bomber nur leicht beschädigt. Okay, Bomber jetzt sind uns natürlich auch übelst gute Aktionen, ne? Wir haben Einsatzziel Emil. Ich hab den Bomber ausgeschaltet und dann bin ich in ihn reingeflogen und hab mich selbst getötet. Wow! Nur weil der Spacken ausgestiegen ist. Aber so langsam komme ich ins Fliegen rein, das ist gut. Das ist gut für Jimmy Duel. Ich rede heute ziemlich oft von mir selber in der dritten Person. Das ist nicht gut. Ja, du stoppst mich aber auch nicht. Du bist heute auch so still geworden. Wir haben Panzer der. Ich fahr mal nach A, wir fahren hier gerade A. Bist du jetzt wirklich am Weg? Ne, ich fahr den ja. Na, das ist nice. Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Macht eure Flak eigentlich auch irgendwas? Nein. Nein, ihr merkt das schon. Aber wo ist der? Lauf genau rein. Ach, schade. Da kann man eigentlich nur auf eurer Seite sein, oder? Ja, der ist, Hier ist immer noch einer. Egal, kümmere dich mal um D. Ich komme nicht mehr. Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann. Hä? Wir verlieren Einsatzziel Albert. Komm, mein Freund, ich weiß, wo du stehst. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Wie ein Fahrzeug zerstört. Ja, ist ja gut für deine Quest. Wir haben Einsatzziel Zell. Nein, ich hab den Zug verlassen. Oh, das könnte jetzt böse enden. Ich glaube auch. Bist du noch reingekommen? Ja, ist schon wieder voll. Ja. Egal, kann ich mal A, Objective spielen. Hä, Objective spielen? Du bist jetzt seit 2000, Alter, weil du mit dem Panzer so viel Objective gespielt hast. Ja. Aber der Zug, der kann das Game changen, ey. Kann, Alter, aber der BMW hat bei uns bis jetzt wenig das Spiel geschenkt tatsächlich. Ja. Jetzt müssen wir nur ein bisschen Gas geben und die anderen Ziele einnehmen, ne? Wenn wir C gehalten kriegen, dann führen wir. Wir müssen das Ziel um jeden Preis halten. Ja, und G geht auch gerade fliegen. Ah, ja. Hinter mir ist ein Schütze. Was heißt hinter dir? Was ist denn hier? Unter dieser komischen Hügelbrücke, da kommt auch ein Panzer gerade. Panzer? Mehr Munition.
Das ist unser. Gib mir doch jetzt endlich den Mörser wieder, Mann. Oder kann ich das nicht, weil der noch nicht leer ist? Weiß ich nicht. Dann schieße ich einfach mal ganz schnell hier die Scheiße weg. Wir haben Einsatzziel. Ist irgendwo noch einer bei B. Ach, jetzt habe ich wieder einen neuen Mörser. Ja, super. Du musst den alten erst leer schießen. Okay. Also auch wenn du den Scheiße hingestellt hast, er ist kaputt war. Dann bin ich am besten. Was haben wir denn jetzt? Vier? Ja, wir müssen C halten auf jeden Fall. Das Ziel verteidigen! Auf dem Weg. Wenn wir die vier gehalten kriegen, ist alles gut. Wobei, so bei der Tick-Rate sind die im Vorsprung noch zu hoch. Dann müssen wir nochmal einen Punkt machen. Das glaube ich. Deshalb wären sogar noch zwei. Das glaube ich tatsächlich nicht, wenn wir, wenn wir. Das Problem ist, dass wir C und D. Ich glaube, das Ticken gehört aufs. Auf C. Hä? Auf C? Kannst du markieren? Ja, ist markiert, aber. Okay. Wie weit schießt ihr maximal? Ich glaube 120 Meter oder so. Aber der Panzer ist fast kaputt. Der ist jetzt kaputt. Ja gut, aber kann ich C trotzdem unterstützen gehen. Okay, ich bin zu niedrig. Von meiner Pose gerade nur 80 Meter. Das ist natürlich blöd. Ich komme nicht mehr ganz auf 10 drauf. Neben dir. Ja, ich hab's gesehen. Danke. Ich hab mir ein Vergnügen. Ich hab ihn noch gekillt. Ich hab dir geholfen. Ja, ach so. Ja, danke, danke. Ja, ich muss nur den Mörser noch nehmen. Wir müssen das jetzt alles halten. Das ist verarscht. Ja, ja, ich weiß. Aber wir haben auch A verloren. Aber wir nehmen F ein, von daher ist okay. Ist in der B-Moth eigentlich noch? Ne. Der ist am Arsch. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Ja, hier kommt doch wahrscheinlich eh von A aus jetzt, oder? Wo sind sie denn? Oben drauf, ne? Da können die auch rein. Nein, hier hinter dem, genau da. Aufpassen, mit dem Holzzaun. Ja. Der wird ausgerollt hier, wenn das Wort wird. Wird da gerade. Ich hab den Kill noch nicht mal gekriegt. Ernsthaft, wollen wir mich jetzt verarschen? Ja, die Flammengranate hat zu viel Schaden gemacht. Wenn ich mal die Truppbefehl bekomme, ja. Was haben wir denn für einen Troop Leader, Alter? Ja, aber ich hab keine Ahnung, warum wir den nicht gekriegt haben. Hab mich auch etwas verwirrt, aber da ist wieder einer drauf auf B. Der hat mich leider ein bisschen weggewichst, als ich ein bisschen irritiert durch die Gegend gerannt bin. Noch ein paar mehr als ich. Ich komme auf die Map nicht dabei. Ich hab einen gesehen. Scheiße! Einsatzziel Albert erobert. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Das wird ein schlechtes Spiel auf Zeit. Feindlicher Sanitäter da! Allerdings. Fuck! Können wir nicht den Behemoth zurückfahren? Sunny! Du stehst 2 Meter neben mir, Sunny. Danke, Sunny. Ziel Gustav erobert. So, ein Schuss bin ich tot. Na, Applaus, ja, du. Ich kenne das. Ist nicht das, was man sich wünscht. Ja, keine Ahnung, ich mag diese Map auch echt gar nicht. Ich weiß nicht, wiederhole mich, aber ey, keine Ahnung, ich komme auf diese Map irgendwie auch. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Keine Ahnung. Ja, ist nicht so. Erobert das Ziel dort. Wir verlieren. Da ist ein Panzer. Feindflugzeug da oben. Das ist ein Panzer! Ja.
Oh, das andere Flugzeug. Komme. Zu ach, spät. Scheiße, war ich zu spät? Nee, ich hab schon Leertaste gedrückt gehalten. Scheiß Angriffsflugzeug! Ist zum Glück gestorben, aber. Ist der Panzer mittlerweile tot? Wir haben Einsatzziel erobert. Noch nicht! Der Panzer ist noch da. Wo ist der Panzer denn? Ich hab keine Ahnung. Aber das schaffen wir nicht mehr, verkackt. Ja, ich glaub's auch. Nee. Na, zick way zu schnell. Oh, war ich schlecht. Knapp mit 9000 Punkte, ey. Alter, ich hab 15.000 oder so. Naja, aber du bist immer noch 2000 Punkte schlechter als unser Bester. Ja, weil ich den Behemoth nicht mehr hatte. Das Traurige ist, dass wir haben 14 Leute mit über 10.000 Punkten, die Gegner nur 9, aber wir haben einfach die Flanken nicht eingenommen gekriegt. Ja. Oder gehalten gekriegt. Na. War keine gute Runde. Battlepack für Jingle Juice? Nee. WK-Schlampe, Schlampe 100%? What the fuck? Weltkriegsschlampe. War noch nicht mal ein Battlepack. Unverschämtheit. Ja, natürlich nicht. Liebe Leute, bis dahin. Wir sind cool.